Sehr viele wissen gar nicht, dass sie tot sein sollen, was ja auch nicht stimmt im übertragenen Sinn. Ich kann ja nicht jemandem, der vor mir steht und einen Körper hat in der Geistform, sagen, du bist jetzt tot. Dann lacht er. Wie soll ich jetzt einem Menschen, der jetzt in seiner Geistgestalt hier vor mir steht, sagen, er soll ins Licht, wenn er keine Ahnung hat, was das ist? Das ist etwas, das mich viele Menschen falsch verstehen, wenn ich sage, ich kann die nicht ins Licht senden, weil die ja gar nicht wissen, wo das ist. Dann könnte ich sagen, ja, geh ins Dorf runter in die Kirche, die weiß er, wo sie ist. Oder weiß ich wohin. Und das muss man verstehen. Und wenn natürlich eine Seele reif ist, dann kann man das mindestens, was aus meiner Sicht, kann man die übergeben, diesen Lichtwesen. Dass man sagt, schaut mal, was will diese Person, was will sie und wohin will sie gehen. Und sie kann sich dann entscheiden, mitzugehen oder eben da zu bleiben.